Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zitabi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind heute wieder auf der Karte Yorkshire unterwegs. Ja, ihr habt großes Interesse gezeigt, was ich sehr, sehr geil finde. Gerade ich mit meiner Fahrkünste natürlich jetzt nicht der optimalste Typ, ja. Aber klappt schon irgendwie, wie kommt es hin? Wir wollen uns heute einen weiteren DLC angucken, den es eigentlich schon ja, seit letztes Jahr gibt. Seit, glaube ich, Mitte letzten Jahres kam der raus. Scheinbar hat sich das Team jetzt irgendwie aufgelöst, weswegen das Ganze jetzt einen kompletten neuen Namen bekommen hat. Und zwar ist es heute der Studio Polygon Light Bus DLC. Ja, der jetzt auf Steam erhältlich ist, jetzt unter dem Namen. Wir hatten uns da schon mal vor einiger Zeit mal diese Variante hier angeguckt und fanden diesen Bus eigentlich ziemlich nett, bloß dass wir halt nie wirklich tolle Strecken gefunden haben. Den Bus, meiner Meinung nach, hatten wir damals auch schon sehr gut bewertet. Also da gab es eigentlich nichts auszusetzen. Und man muss halt einfach dazu sagen, es gab halt einfach ein riesen Update für diesen Bus. Also wir sind jetzt noch in der Version 1.2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, in diesem Paket sind einfach noch mehr Varianten dazugekommen. Also das ist schon ein schöner Ausmaß dafür, dass dieser DLC, glaube ich, 10 Euro kostet, 15 Euro. Nagelt mich jetzt darauf nicht fest. Ich packe euch das unten natürlich alles in der Videobeschreibung mit rein. Dann könnt ihr euch das dementsprechend mal angucken. Es gibt auch eine deutsche Variante, müssen wir uns auch nochmal angucken, wie das Ganze denn aussieht. Aber ich würde mal sagen, wir setzen uns mal rein und fahren nochmal eine Runde mit dem Kollegen. So, wie ihr euch das gewünscht habt. Und ihr seht, ne, es ist schon wirklich hübsch. Oh, Alter, das ist, als ob ich jetzt da auf den Knopf aufdrücken könnte. Also das sieht schon wirklich fantastisch aus. Also von den Texturen her kann sich das absolut mehr als sehen lassen. Ja, also Wahnsinn. Schöner Bus. Also das ist schon so ein Payware-Niveau. Das ist schon, hier genau, da hatten wir über das Brexit nämlich unterhalten. Take it or leave it, ja. Hier unser Busfahrer. Ja, und können wir natürlich dann auch vorne noch sitzen. Vorne, wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Das gibt es ja auch nochmal in zigtausend Varianten hier. Da könnt ihr das Ganze dementsprechend nur einschalten, umstellen, einstellen, wie ihr das Ganze möchtet. Also das ist schon eine ganz nette Sache. Schild rein, so, ha, so. Fahrplan haben wir hier. Können uns hier die Banane oder das Obst hier. Taschengeld. Hier oben, das gibt es auch wieder in sich verschiedene Varianten. Also das ist unglaublich, was die Leute sich hier alles so einfallen lassen mit so einem DLC. Ich würde mal sagen, starten das Ganze mal Studio Polygon mit dem Ticketer und sind heute auf der Linie 4 unterwegs von Grahamstown nach Windhaven. Da bin ich noch nie gefahren. Klar, wir haben die Linie jetzt erst das letzte Mal neu kennengelernt. So. So. Oh, kriegt ihr nicht an. Was ist los? So rum. So, den Schuh raus. Okay, warum sind meine Reifen jetzt nicht richtig? Achso, weil ich am Anschlag bin. Haha, noch von der letzten Folge. So, genau. Ihr seht, der Bus bäumt sich so an der Seite auf. Jetzt ist das Piepen weg. So. Was haben wir hier oben? Hutnummer. Oh. Delete. Destination. 0 0 4. Ah, macht er jetzt natürlich jetzt nicht jetzt hier. Das ist jetzt Rail Replacement Service. Das sollte wohl nicht so sein. Da kommst du aber auch nicht mehr hin. Um dieses Schild da vorne wegzuholen.
Na gut, muss das, müssen wir erst nochmal manuell machen. Also Linie 4. Wir fahren Windhaven. Windhaven Drop Off, stimmt das? Ja. Genau, da haben wir es. Linie 4. Achso, wahrscheinlich können wir es einfach so machen. Einfach so. Genau. So, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Wir werden natürlich die Hilfspfeile wieder anmachen, weil wir ja noch nicht so 100% wissen, wie wir hier lang fahren müssen. Und Abfahrt ist hier Shift Z in 18 Minuten. Da werden wir jetzt mal die Zeit hier vorspulen. Also machen wir das Ganze jetzt auf 25. So. Erstmal zum Stand A. So, also einsteigen. Oh, hello. Ja, sonst haben wir hier oben noch Ventilator. Der arbeitet. Hier haben wir einen Monitor, wo wir mal gucken können, alles, also praktisch der Rückspiegel. Hey, Driver. What? Wir sind an der Linie 4. Hallo, mate. Zeigt mir aber leider keine Verspätung an oder was. So, okay. Ich komme hier nicht raus. Aha. Auch interessant. Ja, hat schon was. Achso, hier unten haben wir eine Temperaturanzeige. Die Banane hat auch schon mal bessere Tage gesehen. So, dann warten wir jetzt hier noch kurz und dann geht es hier wieder weiter mit diesem Bus. Driver Login. Ja. Da dachte ich mir schon fast. Ist hier irgendwo ein Schild oder sowas? Nee, ne? Irgendwie muss man wieder das Handbuch lesen. Schade. Aber ich glaube, der Ticketer, der ist eh gerade nicht aktiv. GPS, ist alles da. Aber wie gut das Ganze halt detailliert ist, ne? Studio Polygon halt. Das ist irgendeine Karte. Steht hier irgendwas drauf? Driver. Teil, achso. Na gut, dann Türen zu. Und ab geht's auf die Route 4. Wollen wir mal ein bisschen was sehen hier? Ja, wie gesagt, ich fand sogar die Karte toll. Ferry Rail, so heißt wohl die Seite, da könnt ihr das runterladen. Allerdings müsst ihr dort euch registrieren vorher, damit ihr das runterladen könnt. Da gibt es natürlich noch weitere Karten. Ich glaube, so es sind an die 12 Karten oder sowas. Oder 8 Karten, irgendwas in dem Dreh. Ich muss sagen, die Karten gefallen mir sehr, sehr gut.
Also jetzt haben wir aktuell die Karte hier, ne? Die ist von der Performance ziemlich nett. Und sieht auch optisch eigentlich ganz, ganz schön aus. Also ist was, Achtung. Fußgänger, aber hier haben wir ja keinen. Von daher können wir hier rüberfahren. Ach, da ist die passende Stelle, okay. Entschuldigung, ich habe so hart gebremst, ich weiß, ja, meckert doch nicht mit mir. Mein Gott, einmal ein bisschen so hart gebremst, kann passieren. Schlimmeres auf der Welt. Meine Güte. Achso, schon wieder falsch gefahren hier. Mein Gott. Oh, man merkt, ne? Man merkt. Zu viel Deutschland. Ja, ja, ich weiß, hört auf zu meckern mit mir. Ah, yeah. Immer dieses Gemecker hier. Ich muss sagen, der hat aber auch eine sehr, sehr scharfe Bremse. Also voll durchtreten darfst du die Bremse hier nicht hier. Gegen Kreisverkehr blinkt man nicht. Wo stehst du da jetzt? Ja. Fahr mit deiner Karre. Trainstation Busterminus. Es wurde jetzt auch der nächste DLC angekündigt für ja, einen weiteren britischen Bus. Aber der MC400, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so hieß der. Aber der kommt, das war jetzt auch Studio Polygon, das weiß ich jetzt gar nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall werden wir uns den dann selbstverständlich auch anschauen, weil mittlerweile habe ich doch ein bisschen Spaß dran gefunden. Das ist mal eine andere Herausforderung. Und ich muss wirklich sagen, ich bin, wie gesagt, von der Karte Performance bin ich echt positiv überrascht. Also manche Payware-Addons laufen nicht mal so gut.
Ja, ihr seht, ne, also ist auch ein sehr, sehr schöner Bus. Wie gesagt, wir hatten den schon mal vor einer ganzen Weile und wie gesagt, damals hatten wir den auch schon für ziemlich, ziemlich einen schönen Bus empfunden. Es ist halt ein britischer Bus, natürlich nicht mit unseren Berliner Bussen zu vergleichen. Und ja, wie gesagt, weitere Karten möchte ich jetzt auch noch zeigen. Allerdings muss ich da erstmal ein bisschen was installieren, ein bisschen was rumexperimentieren. Da sind immer noch ein paar Sachen drauf, die ich so jetzt nicht finde. Ja, da muss ich das Ganze dementsprechend natürlich noch ein bisschen anpassen. Und deswegen verzögert sich das. Also auf jeden Fall weiß ich, Bristol Airport wurde sich gewünscht. Wir wollen uns das Conrail anschauen und dann gab es noch irgendwas mit G. Irgendeine Karte mit G war das irgendwie, hab den Namen jetzt vergessen. Also es kommen auf jeden Fall noch ein paar britische Karten, die wir uns hier angucken wollen. Deswegen, also wenn ihr mehr Content sehen wollt, unbedingt ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare. Wir werden uns auch nicht nur PW-Busse angucken. Also ich habe da ein, zwei Busse, die sehen extremst gut aus. Die werden wir uns dementsprechend auch nochmal anschauen. Dass ihr eigentlich so Payware-technisch eigentlich gar nichts kaufen müsst. Und ich finde, das lindert so ein bisschen den Schmerz halt, dass London halt wirklich nie erscheint. Obwohl so eine Karte in London wäre schon eigentlich eine echt nette Sache, so an die Sehenswürdigkeiten vorbei. Aber naja, so ist das halt, ne? Deswegen kann ich die Reaktion nicht ganz verstehen. Ich glaube, in den Kommentaren hatte irgendwer geschrieben, so, ja, wieso kommen dann so viele englische Busse raus, wenn es da keine tolle Strecke gibt oder nicht so viele Strecken gibt. Also ich finde, diese drei, vier Strecken, die wir uns bis jetzt angeguckt hatten, sind eigentlich schon doch Grund genug, dass man sagen kann, man kann sich hier so einen Payware-Bus kaufen. Wie gesagt, klar, optimaler wäre es natürlich, wenn es ein richtig schönes Payware-Addon gibt, aber es soll halt nicht sein, ne? Ja, Wahnsinn, wir haben sogar Zeit gut gemacht hier. Wahnsinn. Ja, also das ist er, der Studio Polygon Bus. Wie gesagt, Studio Polygon Light nennt sich das Ganze. Wie gesagt, ich packe euch das selbstverständlich unten alles in die Videobeschreibung rein, könnt ihr alles nachlesen. Also es gibt hier zig verschiedene Motorenauswahlen. Ihr habt die Möglichkeit hier, wie gesagt, den Innenraum. Ich glaube, es gibt hier zwei, drei verschiedene Kassen und alles sowas. Also ihr könnt euch das Ganze so zusammenbauen, wie ihr das Ganze irgendwie möchtet. Also das ist schon eine coole Sache. Das ist ein schöner kleiner Solo-Bus, finde ich. Also da kann man absolut nicht meckern. Ich glaube, wir haben jetzt eine Variante mit 9,8 Meter. Ich glaube, die längste ist 11,5 Meter oder irgendwie sowas. Also da gibt es dann verschiedene Lenktypen auch noch. Wie gesagt, es gibt eine deutsche Variante, wo die Türen dann auf der rechten Seite sind, ja. Und eigentlich kann man hier absolut nicht meckern. Also was hier geboten wird, ja, und wie hübsch das Ganze halt ausschaut, ja, das, ja, kann man hier wohl eigentlich relativ gut erkennen, ja. Super klar alles. Guckt euch das an hier, das ist absolut gutes Niveau hier. Man kann hier eigentlich alles lesen. Guck mal hier, wir können hier sogar an das Schild unten ran und können das hier einfach komplett lesen, ja, weil es so hoch detailliert ist. Also Wahnsinn. Hier der Taster, Windhaven, ja, steht alles dran mit LED-Anzeigen. Also ich muss sagen,
Wie gesagt, da hat sich nichts verändert von meiner Meinung her. Der Bus ist auch, das DLC ist auch weiterhin eine sehr, sehr schöne Variante. Jetzt haben wir natürlich hier gar nichts, so, ampeltechnisch. Achso, da tun wir uns aber auch noch mal einmal. Und wie gesagt, die Karte, die ist einfach traumhaft irgendwie. Ich mag das. So eine Überlandkarten, so, wo du dann so kleine Dörfchen hast und alles sowas. Ja, also großartig. Aber Zigzag-Biegen fällt mir echt schwer, ja. Also man merkt halt, ich schwenke echt weit aus. Das muss ich gar nicht. Bad driver, ja, ja, du bist ja auch. Hello. Hello. Morning, sweetie. Dear me, this is the show. Oh, was war denn hier? Muss er nur mal um die Kurve fahren? Was soll ich machen, ey? Was soll ich machen? Soll ich geradeaus weiterfahren? Oh, also rechts rum. Na, dass hier was wird. Scheint gut gegangen zu sein. Dann hätten sie alle wieder gebrüllt. Oh, so eine Leitstellenfahrt auf so einer englischen Karte, das wäre auch mal eine Herausforderung, oder? Man bis jetzt auch, glaube ich, noch nie gesehen oder sowas, ne? Irgendwie so einen englischen Betrieb, der nur hauptsächlich auf englische Fahrzeuge baut oder sowas. Das müsste man nicht mal schlau machen. Das hätte ja auch noch so einen kleinen Reiz irgendwie.
So, angeblich soll er hier Windhaven Church sein, aber das ist hier nicht, hier Pizza hat. Ich muss schon mal ein Bild machen. So. Sollen wir schon wieder zurückfahren? Hey lad, the wheels you on the bus go round and round. Serious, and fly man. Off. That's a bad driver. Ach, ich sehe gerade, der hat die. Da stand die eine falsche Haltestelle. Wenn wir ständig halt hin und her fahren, glaube, kommt ja ein bisschen durcheinander damit. Oh, hier geht's runter. Yes. Oh, so weit runter geht's nicht. Er will nicht, kommt nicht. Wahnsinn. Jetzt. Hello there. Hi there. So, Bus leert sich wohl, so wie es aussieht.
Alles klar. Hier ist unsere Endhaltestelle. Ja, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Warten jetzt sagen, wir müssen noch, hoffentlich kriegen wir jetzt hier eine Auswertung. Auf jeden Fall ein paar dabei. So, okay, wir kriegen keine Auswertung, weil wir bestimmt uns irgendwo hinstellen sollen. So, da ist sie, unsere Auswertung. Alles natürlich tutti frutti hier. Ja, was gibt's zu sagen? Also, Bus fährt sich absolut spitze. Hat einen schönen Sound eigentlich. Wie gesagt, fährt sich sehr angenehm. Wie gesagt, Bremse ist ein bisschen, teilweise ein bisschen zu hart. Also, wenn ich hier mein Gaspedal schon doll durchdrehte, dann macht ich hier schon fast ja, eine Notbremse, dass die hinten alle anfangen rumzujammern. Dann könnte man vielleicht noch ein bisschen lockern. Aber an sich gibt's ja eigentlich gar nichts zu bemängeln halt an diesem DLC. Wie gesagt, alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, den Link packe ich euch unten rein. Da könnt ihr euch das Ganze mal direkt mal durchlesen. Und ja, ihr habt zumindest gesehen, dass ihr eigentlich mit diesem DLC nichts falsch macht. Und die Karte, wie gesagt, die findet ihr auf, glaube ich, Ferry Rail oder irgendwie sowas nennt sie sich. Und das ist die Karte Yorkshire oder Yorkshire. Absolut tolle Karte, kann man hier wirklich sagen. Also wenn ihr mal was Englisches fahren wollt, dann schaut bei der Karte definitiv mal rein. Wir werden uns aber jetzt auch noch weitere Karten angucken. Sobald es hinbekommen habe, dass sie dann dementsprechend auch lauffähig sind. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Video hier wieder mit einschaltet, wenn es weitergeht mit OMSI 2. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.